Im ersten Teil unserer Videoreihe hat Ernst Lohoff dargestellt, dass die hohen Mietpreise zu einem wesentlichen Teil auf die hohen Bodenpreise zurückzuführen sind. Wir wollen heute darüber sprechen, welche politischen Handlungsfelder, welche Spielräume sich ergeben und welche Forderungen gestellt werden oder gestellt werden sollten. Ernst, die geläufigere Erklärung ist ja, dass der Bevölkerungszuwachs gerade in den Städten so hoch ist, dass die daraus resultierende Nachfrage verantwortlich ist für die stark gestiegenen Mietpreise. Demnach wäre eine naheliegende Forderung, und die wird ja auch gestellt, dass mehr Wohnungen gebaut werden müssten, um dem Problem zu begegnen. Wie beurteilst du das? Also dieses Argument, es wäre einfach die gewachsene Nachfrage, die übersieht die Kleinigkeit, dass das Problem, was wir ja haben, nicht darin besteht, dass zu wenig gebaut werden würde. Seit dem Zweiten Weltkrieg und der Wiederaufbauphase ist nie so viel gebaut worden wie heute. Es wird aber eben alles Mögliche gebaut, bloß kein billiger Wohnraum. Und das lenkt eben davon ab, wo eigentlich das Problem liegt. Das ist eben nicht die Notwendigkeit, jetzt auf dem Immobilienboom nochmal was draufzusetzen, sondern dass gerade durch diesen Immobilienboom, durch dieses Anlagesuchen im Immobiliensektor die Preise so getrieben werden, dass es unmöglich wird, dass noch billiger Wohnraum entstehen kann. Im Gegenteil, es wird eben Luxus saniert, es wird billiger Wohnraum umgewandelt und das Abheben auf, es muss jetzt neu gebaut werden, das verwischt eigentlich. Das ist eine einzige Nebelkerze, was die Ursachen eben der Wohnungsnot angeht. Für die Politik ist Wohnen ja die neue soziale Frage unserer Zeit. Das politische Instrument der Wahl, das da herangezogen wird, ist die Mietpreisbremse, die ja letztlich auch nochmal verschärft wurde. In einer verstärkten Form wird aktuell in Berlin über eine Mietpreisdeckelung diskutiert. Die beiden Forderungen oder Maßnahmen, wie beurteilst du die im politischen Handlungsspielraum? Also erst einmal muss man sie insofern einordnen, als es sich dabei um Notmaßnahmen handelt. Also das Kind ist bereits in den Brunnen gefallen. Man hat jahrelang eben diesen Sektor privatisiert, hat auf renditeorientierten Immobiliensektor gesetzt, hat sozialen Wohnungsbau abgewickelt und jetzt hat man halt die Bescherung. Also bei der Mietpreisbremse, die hat eben stark Elemente, die unterlaufen. Das eine ist eben, da geht es ja nur darum, irgendwie bei Neuvermietungen dass nur 10% über der Vergleichsmiete sein. Die Vergleichsmiete wird bezogen auf die letzten 4 Jahre. Da sind eigentlich die explodierenden Mietpreise schon eingepreist. War ja da als Maßstab immer nur die Neuvermietung. Und nicht der wirkliche Durchschnitt der Mietpreise eingerechnet wird. Genau. Da ist zwar jetzt im Gespräch, das von 4 auf 6 Jahre zu verschieben, was natürlich so eine kleine Korrektur wäre, aber das Problem bleibt natürlich. Anderes Ding, Punkt, wo die Mietpreisbremse relativ leicht zu unterlaufen ist, das ist die Modernisierungsgeschichte, also dass Modernisierungen nach wie vor umlegbar sind auf die Mieten, also Wärme, Dämmung und Co. Und das ist ja die ganze Zeit der Haupthebel gewesen, um bei Altmieten und Bestandsmieten Mietpreiserhöhungen durchzuprügeln über diesen Umweg. Also all diese Mechanismen sind da nicht außer Kraft gesetzt. Und diesen Mietpreisdeckel jetzt, was in Berlin diskutiert wird, würde ich ein Stück weit ernster nehmen. Sieht man ja daran, dass die Immobilienwirtschaft der Sturm läuft und auch juristisch da einiges passieren wird. Also da wird man sehen, ob das was davon dann durchsetzbar ist. Nur bleibt natürlich nach wie vor das eine Notmaßnahme, also wo eben die allein darauf zielt, die Verteuerung der Bestandsmieten und der Wohnungen, die es schon gibt, eben etwas abzubremsen. Als radikale Maßnahme, um das jetzt nochmal zu toppen, werden immer wieder Enteignungen ins Gespräch gebracht.
Wenn das der Fall ist, werden Enteignungen immer in Bezug auf große Wohnungsbaukonzerne wie Vonovia, Deutsche Wohnen oder so thematisiert. Verschärfen solche Großkonzerne das Problem, weil hier die Kapitalinteressen sehr viel deutlicher zutage treten als bei dem durchschnittlichen Vermieter? Diese Differenzierung würde ich in der Form nicht machen. Natürlich, es gibt eine Tendenz, eben irgendwie schwarze Schafe sich raussuchen zu wollen. Und da bieten sich natürlich die Großen an. Und man kann natürlich jede Menge gegen die Geschäftspraktiken dieser Konzerne sagen. Nur ist das Problem eben strukturelles und geht über diese Einzelkonzerne hinaus. Insofern finde ich das als Symptom recht, drückt es natürlich was aus, dass über Enteignung geredet wird. Das ist ja in Deutschland eigentlich ein Unding. Da hat man sogar mal diesen vergessenen Artikel 15 im Grundgesetz plötzlich wieder im Kopf, den man seit 1949 noch nie angefasst hat. Also die Möglichkeit eben von Gemeineigentum. Und insofern nehme ich das als Symptom dafür, dass da Problemdruck da ist. Man müsste da eben eine Etage tiefer ansetzen und weniger jetzt einzelne Akteure problematisieren, sondern eben diese Frage von Grund und Boden thematisieren. Sprich, das ist eben der Hauptpreistreiber. Der Preistreiber ist, dass eben der Immobilienmarkt ein Anlagemarkt ist, der jetzt in der Situation, wo auf den Finanzmärkten keine vernünftigen Renditen zu erzielen sind, eben massig Kapital anzieht. Und das prügelt die Preise nach oben, dieser Kapitalzustrom. Und da kommt es jetzt mit so Einzelmaßnahmen oder den einen oder anderen Konzern zu enteignen nicht sonderlich weit, sondern es müsste eigentlich eben dieses Wohnen überhaupt als Anlagegegenstand uninteressant werden oder eben da rausgenommen werden aus diesem Sektor. Das ist die wirklich dann strategische Lösung oder da, wo es hingehen muss. Würdest du also zustimmen, wenn man sagt, dass der private Sektor generell, strukturell nicht in der Lage ist, dem Wohnungsproblem zu begegnen und müsste man sehr viel stärker auf ein anderes Wesen setzen, ich sag mal, eine genossenschaftliche Organisation des Wohnungsbaus? Also zentraler Punkt meiner Argumentation ist in der Tat, der private Sektor ist das Problem und nicht die Lösung. Das ist eigentlich auch die Umkehrung dessen, was halt die Wohnungspolitik der letzten 50 Jahre ausgemacht hat. Da hat man immer auf den privaten Sektor gesetzt. Und das ist aber natürlich jetzt eine tiefer gehende Umorientierung notwendig, als jetzt zu sagen, ja, jetzt machen wir 3,5 Genossenschaften oder die noch existierenden Baugenossenschaften von Anno Dunemal, die sollen irgendwie gestärkt werden. Also da, solange die Rahmenbedingungen, die sind, diese sind, sprich explodierende Bodenpreise, ein Sektor, der insgesamt auf Rendite abzielt, werden die entweder niederkonkurriert oder müssen sich anpassen. Also ein Austausch der Akteure ist notwendig, aber der macht nur Sinn, wenn es eben auch einen neuen Inhalt kriegt, wenn Wohnen eben nicht mehr unter der Rendite-Gesichtspunkt organisiert ist, sondern eben als Bereich der Daseinsfürsorge, als Bereich, der eben außerhalb dieser Warenlogik dann funktioniert. Und siehst du das bei Genossenschaften, ist das der Fall? Wären die da geeignet? Sagen wir mal so, da muss man halt unterscheiden. Es gibt ja eine lange Genossenschaftstradition seit über 100 Jahren und die sind natürlich alle eingemeindet worden irgendwann einmal im Laufe der Entwicklung, soweit sie nicht verschwunden sind. Und eine Selbstorganisation jetzt dieses Sektors ist notwendig. Da dann
Diese alten Akteure sind da aber vermutlich verschossen. Also da wird man nur sehr bedingt dran anknüpfen können. Und wenn eine neue Organisation, dann ist die eben gekoppelt, dass die Rahmenbedingungen dafür sich verändern müssen. Wenn du sagst, einerseits der private Sektor kann es nicht richten und politische Maßnahmen wie Mietpreisbegrenzung, Mietpreisdeckelung sind nur eine Reaktion auf die momentane preisliche Zuspitzung. Was könnten langfristige Maßnahmen sein, die zu einer Lösung des Problems beitragen? Mit welchen Forderungen müsste man jetzt kommen? Also eine langfristige strategische Forderung ist eben die Grund und Boden tatsächlich in Gemeineigentum zu überführen, sprich das nicht mehr als Anlageobjekt und Spekulationsobjekt zur Verfügung zu stellen. Da gibt es verschiedene Vorstellungen. Die naheliegendste und jetzt mit der bürgerlichen Ordnung vereinbare, das ist die Kommunalisierung von Grund und Boden. Damit ist aber nicht eine Verstaatlichung gemeint oder entspricht sich das? Kommunalisierung würde heißen, halt in die, ins Eigentum der untersten Gebietskörperschaften der Kommunen Grund und Boden zu überführen. Wäre also nicht der Bund. Ist aber streng genommen natürlich... ist da natürlich das Privateigentum nicht verschwunden, sondern das ist eben kommunalisiert, es ist auf dahin verlegt. Aber auf der Ebene wäre eben dieser Preis auch einer, um den eben auch politisch gestritten werden kann und wo Forderungen dann zu erheben sind. Also zum Beispiel eben, dass Genossenschaften oder Vereine, die Wohnraum errichten für sich oder ihre Mitglieder, eben diesen Boden dann günstig oder für einen symbolischen Preis kriegen. Also wo eben diese Orientierung auf die Versorgung zum Maßstab genommen wird. Und das kann es natürlich nicht, solange der Boden in privater Hand ist. Also das sind die Forderungen, die du in den Raum stellst. Was bedeutet das für den Aktivismus? Wie kann man jetzt konkret aktiv werden, um diese Forderungen umsetzen zu können? Also die Forderungen, die ich jetzt aufstelle, die klingen natürlich auf den ersten Blick utopisch. Sie sind auch utopisch in dem Sinn, dass sie relativ weit von dem weg sind, was so politisch debattiert wird, relativ weit weg sind, was so die Grundhaltung ist, wo es eben die Erwartung ist, es reicht an irgendeinem kleinen Rädchen rumzudrehen und die eine oder andere Nachkorrektur zu machen und der Staat wird es richten. Dem ist eben nicht so, sondern die Wohnungsfrage, die fügt sich ein in eigentlich eine ganze Krise der dieser Art von Produktion und Organisation des gesellschaftlichen Reichtums. Und das ist ein Feld, auf dem das heute schon sehr deutlich aufbricht und wo auch Interventionsmöglichkeiten eben bestehen. Und nur die Grundorientierung, die muss eben weitergehen als jetzt der Staat hat es zu richten und da und dort das eine oder andere Reformchen zu machen, sondern Wohnen gehört eben selber organisiert und in die eigene Hand genommen. Und die Ressourcen, die dazu notwendig sind, die gehören auch in die eigene Hand und raus aus der Marktbeziehung. Und das ist da ist natürlich eine Riesenbarriere erstmal da, und aber nicht eine in dem Sinn, dass das jetzt organisatorisch, technisch wahnsinnige Probleme aufwerfen würde, sondern vom Kopf, also überhaupt das sich zu denken zu trauen, dass man diesen Gegner frontal angehen muss und diese Grundlage einfach brüchig wird und dass wir es nicht gewohnt sind, eben überhaupt noch in nicht marktförmigen Kategorien zu denken. Und das ist auch ein Übungsfeld, um sich da möglicherweise auch ein bisschen einzuüben. Im Übrigen wird sich das auch auf die Menschen auswirken, die solche Kämpfe dann tragen und organisieren. Also Wohnen, was in der Form dann erkämpft und organisiert werden will, das verändert auch die Menschen. Ich versuche es mal zusammenzufassen.
Wir haben die politischen Maßnahmen, die derzeit schon im Gespräch sind. Das heißt, Mietpreisbremse aktiv, im Gespräch Mietpreisdeckelung. Die sind insofern geeignet, dass sie den akuten Anstieg der Preise absenken, was absolut legitim ist und auch gefordert werden sollte. Aber es reicht eben nicht so weit, das Problem in Gänze im Kern zu lösen. Hier wäre es angebracht oder an der Tagesordnung, die privaten Akteure rauszudrängen, eben dem Grund und Boden seinen wahren Charakter zu nehmen und mit dem frei werdenden Raum dann in einer selbstorganisierten Form dieser Problematik des Wohnraums begegnen zu können. Ende. Danke dir, Ernst, für den Einblick. Wer das nochmal im Detail nachlesen möchte, kann das tun. Im Text Wahre Wohnen, warum das Wohnen unbezahlbar wird und was dagegen zu tun ist, auf www.krisis.org erscheint demnächst.